darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Netzer Regon. Ich bin Mitarbeiter von Ilwerke VKW im Geschäftsfeld Wasserkraft. Wir sind jetzt da im heute offiziell eröffneten Obervollmundwerk 2, dem zweitgrößten Kraftwerk von Ilwerke VKW mit zwei Maschinensätzen. Zwei Maschinensätze bestehend aus Turbine, Generator und Pumpe mit jeweils 180 MW Leistung, sowohl im Turbinenbetrieb wie auch im Pumpbetrieb. Und mit den sehr imposanten Zahlen, Durchflussmengen von 150 Kubikmeter pro Sekunde im Turbinenbetrieb und 135 Kubikmeter pro Sekunde im Pumpbetrieb. Darüber hinaus sind natürlich noch weitere sehr imposante Merkmale vom neuen Kraftwerk, die sehr raschen Umstellzeiten, mehr oder weniger fast schon ein Muss bei Speicherkraftwerken dieser Größenordnung. Wir haben sehr stolze Anfahr- und Umstellzeiten, sowohl in den Turbinenbetrieb als auch in den Pumpbetrieb. Beispielsweise sind wir vor Stillstand in den Turbinenbetrieb in rund 60 Sekunden und die Leistungsaufnahme bis zu den 180 MW ist auch dann innerhalb von 30 bis 40 Sekunden möglich. Ja, die Kaverne hat ebenfalls sehr imposante Ausmaße. Wir haben die Maschinenkaverne mit einer Gesamtlänge von etwa 125 Meter, ca. 33 Meter hoch und 25 Meter breit. Das entspricht in etwa einem Volumen von einiges über 100.000 Kubikmeter. Das ist natürlich alles auf konventionelle Art ausgebrochen wurde, genauso als wäre die angrenzende Trafokaverne, die ebenfalls noch einmal eine Gesamtkubatur von ca. 16.000 Kubikmetern aufweist. Ja, und dieses Kraftwerk wurde heute im sehr feierlichen Festakt in Rodund in Betrieb genommen, offiziell in Betrieb genommen, nachdem ja bereits seit Sommer bzw. Herbst letzten Jahres beide Maschinensätze sich im Probebetrieb befinden.